Hallo, meine Freunde, da sind wir wieder bei Human Nice. Und ich bin gerade am Kochen. Bisschen Fleisch am Kochen, damit wir wieder was haben. Und zwar genug Snacks haben für zwischendurch, ne? Bin am Überlegen. Mal gucken, ob das diesmal klappt mit dem direkt zurückspulen ins Inventar. Oh ja, diesmal geht's. Sehr schön. Haben die das diesmal gemacht? Aber, ach so, warte mal, das muss ich ja hier machen noch. Moment. Ja, schon, kann man das Fett auch benutzen? Wahrscheinlich Lachs, Kaffee, sauberes Wasser. Habe ich jetzt nicht dabei. Kartoffeln. Ei können wir auch gleich mal kochen. Dann haben wir das. Dann haben wir wieder ordentlich was zum Fressen. Ganz ausgeräumt ist der Wagen noch nicht, weil ich gerade am Überlegen bin, umzubauen, also die Schränke dahin zu stellen. Hier was trinken, hier Essbares, hier ist nur das Rohmaterial. Warte mal, Rohzeug kann ich direkt hier die 2 hier rein, weil ich momentan nicht weiß, was ich damit machen muss. Warte mal, doch, hier habe ich wohl noch Schmutzwasser. Durch die zweimal hier rüber. Das kann dann noch hier hin. Komm, das kann auch erstmal noch hin. Ich habe noch die 3 Eier hier. So. Hier rüber. Ist das nämlich auch schon wieder fast voll hier. Die Gasmaske habe ich mal abgezogen, weil das brauchen wir jetzt nicht. So, das heißt, ich kann noch mal essen. Können wir noch mal hier ein bisschen was Ei reinschmeißen. Wenn die so wie es aussieht, direkt alle essen. Drei Eier, wenn ich 3 Eier esse, krieg ich Flitzekacke. Dann muss ich ganz schnell aufs Klo. So, dann testen wir das mal. Gehen wir mal zu den Kollektoren hier, also zu den Wassersammlern. Ich habe ja ein paar hier aufgestellt. Da ist doch die alte Flasche drin. Tue ich die zweimal hier rein. Also Wasser haben wir erstmal genug. Wir haben in der alten Base auch noch ganz viel Wasser. Ach, guck mal, die habe ich ja auch noch hier. Die sind noch gar nicht ausgelöst. Nö. Scheint so also noch nicht zu funktionieren. Okay. Und das mit der Tür schließen haben die verbessert. Also den Punkt dafür. Hier wollte ich mal eben hier rein tun und dafür den Hammer nehmen. Achso, ich habe ja kein Holz in der Tasche, ne? Moment. Holz hatten wir hier irgendwo drin. Nee, immer noch nicht. Geht nicht, kann ich auch nicht wegmachen. Schade.
Metallschrott und Blech und einmal Holz. Haben wir noch ein Holz hier drin? Nee. Oh, wir kriegen wieder Besuch. Ich habe die Waffe übrigens repariert. Ich hatte ein Reparaturset im Auto. Dann gehen wir uns die Mauer eben kurz holen. Muss ich da tatsächlich einen Zaun hinstellen? Oh Gott, das ist doch noch so ein dicker, fetter Brocken. Die sieht man gar nicht da. Oh, die Dinger sind ganz gut. Aber jetzt haben wir natürlich den Dunstmann, den Dunsti, der hier unsere Dinges voll gemüllt hat. Ist hier noch einer von euch? Ist hier noch jemand? Nö, sieht nicht so aus. Da müssen wir warten, bis der weggespawnt ist. Ich muss da hinten auf jeden Fall einen Zaun hinsetzen. Das können wir dann mit dem neuen machen. Ich muss mit dem hier nochmal los. Haben wir hier noch was drin? Nee. Haben wir hier Dingens drin? Nee, haben wir auch nicht drin. Da tue ich die dann mal eben rein. Warte mal. Hier, den brauche ich. Ach, guck mal, jetzt ist es weg. Okay, da jetzt. Edition. Oh, zweimal leere Wasserflaschen, das ist auch gut. Gut, dann würde ich doch mal mit dem hier los, eben kurz ein paar Bäumchen schlagen. Noch ein bisschen Sprit drin, ja. Ach, guck mal, der Händler. Warte mal. Ich hab da was für dich. Wenn du was für mich hast. Lauf, Freund. Ich hab da hier eine Händlerbox. Hey. Hier. Nimm mal Zigaretten. Ich komm. Warte, ich habe hier vorne eine Tür. Was ist denn da draußen? Kannst gerne reinkommen, mein Freund. Ah, das ist der gleiche von gerade eben. Alles klar. Dann brauche ich doch nichts, mein Bester.
Bist du mir gefolgt, ne? Was liegt denn hier rum? Liegt ein Toter? Da liegt ein Toter. Okay. Auch nicht schlecht. Aber okay, ich fahre jetzt erstmal los. Ich schlag noch mal ein bisschen Holz. Warte mal. Glaube, ein Platz war danach frei, ne? Ja. Kann ich die nämlich abbauen? Kannst du mal. Danke. Da liegt noch Nägel. Da liegen da noch Nägel rum. Einfach so. Ist der heimlich hinten im Dings mitgefahren oder wieso steht er? Wieso ist der jetzt schon wieder hier? Gute Frage, nächste Frage, ne? So, dann muss ich später nochmal zum Discord bei denen. Also zu denen im Discord, weil da ist irgendwie ein bisschen besser zu schreiben. Ich denke mal, da gucken die auch mal eher nach als im Steam-Forum. Von daher werde ich da mal reinschreiben, dass es mit dem Dach nicht funktioniert. Also ich keine Dächer bauen kann. Entschuldigung, ich habe gerade einen Froschwalz. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja, ist aber fertig, doch. Und dann schreibe ich denen, dass man irgendwie gucken sollte, dass die Stämme schneller ins Auto gehen können, weil jedes Mal dahin grapschen ist auch ein bisschen blöd. Weil ich mache das ja auch nur einmal auf. Die Klappe runter und dann lege ich die Holzdünger da drauf. Da brauche ich keinen, nicht ins Inventar zu gucken, sozusagen. Bei den einen Stamm nehme ich doch mit. Und dann gehen wir wieder zurück, dann war es das. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Und ich glaube, den einen Zaun kriegen wir mit Metallstücken fertig. Weil da würde ich dann nämlich nur den kleinen Metallzaun rein hinschmeißen, der da oben, den wir da neu haben jetzt. Mehr brauchen wir da, glaube ich, nicht. Bin mal gespannt, wann man sich Tiere halten kann. Also man kann sich zwar ein Tier halten, aber den Hund habe ich bisher noch nicht gefunden. Genauso wie den Zombie-Gini. Bin mir noch nicht über den Weg gelaufen. Weil es gibt einen Begleiter hier, den Hund. Und den muss man erst mal finden. Aber den habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo der ist. Hab mich noch nicht spoilern lassen. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert mit dem Hund dann. Muss den wahrscheinlich eh füttern. Dann muss er wahrscheinlich noch jagen gehen oder sowas. Geangelt habe ich auch noch nie. Das müssten wir auch mal machen. Und doch, ich habe wohl mal geangelt. Ganz am Anfang, glaube ich. So, sehr schön. Das haben wir dann. Ich werde mal einen Kaffee nachschütten, aber ich mache das nachher. Weil bei der Aufnahme komme ich eh nicht zum Kaffee trinken. Die Mülltonne, die werde ich auch mal eben abreißen, weil
Die bringt hier nichts, die bauen wir dann in der Bude neu. Der zerlegt jetzt auch den Mülleimer, ja. Holz habe ich da in der Tasche, das heißt, die Werkbank da, die kriegen wir jetzt fertig. Müssen, glaube ich, eh nochmal los, weil irgendwas fehlt noch. Steine brauchten wir noch, genau. Zu Waffenteile. Hier habe ich natürlich eine alte Base wahrscheinlich. Direkt mal kurz hier mit beischmeißen die Sachen. Ich habe keine Waffenteile mehr hier. Habe ich noch welche im Auto? Dann müssten wir auf jeden Fall nochmal zurück zur Base, zur alten. Kann ich auch direkt die ganzen Flaschen mitnehmen und hier habe ich auch noch Flaschen in der Tasche, das heißt, die kann ich dann auch mal hier reinschmeißen. Und da liegt auch noch was rum, sehe ich gerade. Elektronikteile. Und dann würde ich mal sagen, wir bauen uns mal hier einen richtigen Schrank hin. Gucken wir mal, was der so kann. Ja gut, der lohnt sich. Gib mich mal alles hier. Nice. Sonst noch was Essbares hier drin? Das hier. Ein Stab hiervon würde ich gerne halten. Wo ist denn der andere Stapel? Ist er noch da drin? Ja. Ja, schön. Dann baue ich mir das für mich hier direkt noch ein. Wäre jetzt immer richtig geil. Richtig cool. Gut, der ist ein bisschen schräg, aber macht jetzt auch nichts. Dann können wir es anders machen. Moment. Das Essbare in dem einen, das Trinkbare in dem anderen. Hier machen wir die noch mit rein, das ist in Ordnung. Dann hier nur das Essbare rein. Was haben wir hier noch an Essbaren? Hier, da. Ist jetzt zwar nicht essbar, aber nutzbar. Hier ist die fürs Wasser zubereiten. Jo, dann haben wir das. Das ist ja mal richtig geil. Dann kann ich die anderen Schränke auch mal umändern. Jo, werde ich die anderen Schränke auch mal umändern. Weil das ist ja wohl mal mega geil. Wieso habe ich den Tür zugemacht? Richtig hammer. Also die Schränke sind ja mal richtig klasse. Und dann werde ich doch mal eben, was brauche ich dafür?
Elektrische Kabel brauche ich dafür. Ach, das ist ein Elektrozaun. Wie geil. Das ist ja sogar noch geiler. Könnte ich da einen Elektrozaun hinstellen, aber nee, das werde ich trotzdem nicht machen. Den Zaun werde ich einfach so dahin stellen. Aber so ganz rüber, das ist teuer. Wenn, dann mache ich das doch lieber eher mit dem richtigen Zaun. Dann mache ich da lieber doch den hier hin. 5 Stämme haben die das erhöht? Nee, war schon vorher so, ne? Oder ich mache das doch mit denen hier. Oder brauche ich auch so viel Stacheldraht, ne? Muss ich mir mal überlegen. Oder ich mache das einfach damit. Mal schauen. Überlege ich mir, also was wir hierhin machen, ne? Dann brauchen wir also noch hier für den hier einmal Waffenteile und hier für einmal 5 Steine. Kann ich hier Waffenteile bauen? Nee. Hundefütterschüssel. Brauche ich Hundefütter für? Was? Flaschenunterdrücker? Ach, das sind Schalldämpfer, soll das sein. Okay, nice. Tursatz. Irgendwas sonst Neues dabei? Hier die, glaube ich, ne? Feuerpfeile und so was. Bogen könnte man sich bauen, aber brauche ich jetzt nicht. Ja, gut, das kann man sich nicht bauen dann. Die habe ich, die Werkbank habe ich da auch stehen. Fehlen halt nur noch die üblichen, wie den hier zum Beispiel. Schlauch und Trichter habe ich jetzt zwar, aber das werde ich wahrscheinlich drüben abbauen, weil drüben habe ich es noch stehen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder alles abgeräumt kriegen. Weil dann baue ich nämlich nur den Schrank dahin. Achso, ich komme von der Seite gar nicht. Geh noch da rein, ja. Nee, du sollst den Hammer nicht wegschmeißen. Nein. Ja, hast doch einen Hammer. Das werden wir jetzt nicht wegkriegen. Aber dann baue ich hier neben noch eine Kiste für die Munition. Ich weiß gar nicht, kann ich die Munition da rein tun? Muss ich gleich mal testen? Ach, Inventar voll. Muss ich mal testen. Waffenkiste brauchen wir wahrscheinlich sowieso. Irgendeinen Grund nicht hinlegen kann jetzt. Nur hier hin. Ja, das ist da, das ist blöd, ne. Achso, warte mal, das ist wahrscheinlich wegen der Höhe. Ja. Ne, Munition kann ich da nicht reintun. Schade. Aber ich wollte eher eine haben, weil ich dann die Tools hier ändern will. Beziehungsweise die Waffenkiste hier. Dann tue ich hier nämlich nur die Schusswaffen rein und hier nur die Handwaffen. Die Schlagwaffen, wie hier die zum Beispiel.
damit wir die Tools hier drin haben. Ach, Inventar war ja voll. Das ist jetzt blöd. Hier mal. Dann tun wir mal eben kurz die Sachen darüber. Ich die noch aufnehmen, damit ich da nichts. Inventar voll, gut. Kriege ich den Schrank daneben pappen, ohne dass der. Ja. Hätte noch gerade. Ja, aber falsch rum. Fehlt? Nägel. Inventar voll. Ja, ist das Inventar voll? Wie Nägel braucht das Ding eigentlich? 10 Nägel. Das nenne ich mal eine Ansage, wa? So, dann können wir hier nämlich, können wir uns nämlich mal eindecken mit Metallsachen hier und können die dann da reinpacken. Metall tue ich jetzt einfach mal die Nägel mit dazu. Holz. Ich muss mal eben kurz rüber. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Ich mache das dann später mal fertig. Also offline. Werde ich hier mal ein bisschen umräumen. Beziehungsweise werde ich dann mal die Kisten umbauen in Schränke. Eventuell werde ich den hier dann auch wegmachen hier und da auch einen Schrank machen. Aber die Schränke finde ich doch schon einiges besser, ne? Dann passt da so viel schönes Zeug rein. Warte mal, der Hammer. Ne, habe ich in der Hand. Moment. Ich sehe da gerade jemanden. Ich habe keine Munition. Mach mal die Waffe. Wieso habe ich keine Munition? Wie kommt der hier rein? Ich habe das nicht abgeschlossen, ne? Warte da mal, bleib da mal stehen. Hier an die Kiste. Ich habe die falsche Munition.
Wieso habe ich die falsche Munition eingepackt? Hab da ein kleines Problem. Steht der Sack da am Fenster, ne? Nein, zurück mit. Das ist meine Schrotflinte. Ich glaube, ich sterbe. Sie sieht trotzdem, wo ich bin, der Arsch. Hier rumschleichen. Ich lasse dich jetzt einfach mal dabei. Ja, da sowas von drauf gehen. Alter Falter. So, ich habe nur noch drei Leben. Nein. Handeln. Da wurde es gerade noch mal ganz schön knapp, aber wir sind nicht drauf gegangen. Ich muss die Türen unbedingt abschließen. Oh Mann, ey. Okay, die Folge endet. Bombastisch, sag ich mal. Und ich muss auf jeden Fall mal eben ablegen. Trinken. Gut, dann würde ich mal sagen, mit diesem tollen Ende verabschiede ich mich dann von euch. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Wobra. Tschüss.